Was machst du hier? Sieht man das nicht? Ich bin hier im Planet Threeport Begrüßer, Einpeitscher und Rausschmeißer in einer Person. Willkommen im einzigartigen, familienfreundlichen und schrecklichen Speiselokal mit piratischem Ambiente. Murray! Ist ja gut. Das schrecklich war meine Idee. Wie will er Leute rausschmeißen? Er ist ein Kopf. Ich weiß es nicht. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein guter Rausschmeißer bist. Warum nicht? Nun, du hast keine Arme. Das Böse braucht keine Arme. Pass auf. Hey, du da, mit dem Gesicht. Wer, ich? Ja, du. Ich will, dass du verschwindest. Sofort. Oh, aber ich bin nicht... Willst du meine Faust spüren, Sterblicher? Welche Faust? Verkauf mich nicht für Dummfleischklops. Raus, raus, raus! Beeindruckend. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ihr viele Stammkunden habt. Und? Wie gefällt dir der Job? Ehrlich gesagt sehne ich mich nach der Zeit zurück, als ich nur Begrüßer war. Damals hatte ich reichlich Zeit, an meinen bösen Träumen zu arbeiten. Aber nachdem Floppo der Affe weggelaufen war, brauchten sie dringend einen neuen Rausschmeißer. Ja, und ich dringend Geld. Mary, wozu brauchst du Geld? Um meine diabolischen Pläne zu finanzieren. Spatzenhirn, hast du auch nur die leiseste Ahnung, was es heutzutage kostet, eine Flotte mit skandinavischen Barbaren anzuheuern? Ja. Hättest du Lust, ein wichtiger Teil eines mächtigen Voodoo-Talismans zu werden? Ist es ein böser Talisman? Möglicherweise. Wie heißt er? Ultimative Beleidigung. Ultima... Sei nicht albern, Sterblicher. Die ultimative Beleidigung ist für einen Kerl wie dich eine Nummer zu groß. Aber ich brauche einen Schädel und du wärst ideal, verstehst du? Du Schnarchnase! Auf diesem Plan steht eindeutig, dass du einen Affenkopf brauchst. Ich bin ein menschlicher Schädel. Ich dachte nur. Überlass das Denken anderen. Ich möchte mit diesem ultimativen Beleidigungsunsinn nichts zu tun haben. Ich würde dann jetzt wieder gehen. Ich muss jetzt gehen. Komm wieder vorbei, wenn du Lust auf unser piratisches Ambiente und das Böse hast. Okay. Wir brauchen doch einen Ladies Hut and Gentlemen, aus Kupfer. Oder Bronze. Willkommen Kopf im aus Silber und Körper aus Gold. Ja. Im piratischsten Ort. Was für eine lustige Statue. Sieht aus, als hätte ihr jemand ein Brecheisen übergezogen. Kann man sie sich näher angucken? Das wir kann ich sehen? Nicht verwenden. Ah. Oh. Der hätte wahrscheinlich einen Hut gehabt. Verzeihung. Ja? Ich will nicht mit dem reden. Ich spüre ja nur ungern. Kein Problem, alter Schwerenöter. Finden wir noch irgendwo andere Sachen? Also müssten wir wahrscheinlich reingehen in die Läden. Ich glaube nicht, dass wir die Sachen so in den Läden finden. Also, da wäre wahrscheinlich der kupferne Hut gewesen. Den müssen wir finden. Was ist das? Okay. Wahnsinn. Netter Sprung. Danke, mein Freund. Ich fürchte allerdings, dass mich mein Können in letzter Zeit etwas verlassen hat. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Puh, das war einer der 37 besten Plankensprünge, die ich je gesehen habe. Und wer sind Sie, dass Sie es wagen, einen alternden Plankenspringer zu demütigen? Er hat einen komischen Akzent. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Ich bin ein mächtiger Pirat. Ah, ein Pirat. Heutzutage trifft man auf Jambalaya nur noch wenige echte Piraten.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Tja, Mr. Mächtiger Pirat. Ich heiße Marco De Pollo. Ich bin der größte Plankensprenger der Welt. Ich erkläre den totalen Krieg. Oh. Was denn? Ich hätte eher gedacht, dass er einen spanischen Akzent haben soll. Ja, mit dem gerollten R. Ja, okay. Sind Sie wirklich der größte Taucher der Welt? Ja, ich suche seit Jahren auf der ganzen Welt einen Plankenspringer, der mich schlagen kann. Ohne Erfolg. Wie traurig. Ich suche die Teile der ultimativen Beleidigung. Was geht mich das an? Ein Teil ist ein Bronzehut. Ich trage niemals Hüte. Sie könnten meinen stromlinienförmigen Kopf verformen. Ein Teil ist ein silberner Affenkopf. Tut mir leid, nie davon gehört. Ein Teil ist irgendein goldener Mann. Was für ein Zufall. Der WM-Pokal im Plankenspringen sieht aus wie ein goldener Mann. Er steht drüben am Richtertisch. Vermutlich können Sie mir bei der ultimativen Beleidigung auch nicht weiterhelfen, was? Vermutlich. Da fällt mir ein, dass ich verabredet bin. Adios. Ein Umkleidezelt. Warte, da steht was. Finger weg von diesem Öl. Das war höllisch teuer. Okay, das müssen wir bestimmt gegen irgendwas austauschen, was ihn weniger gut springen lässt oder weniger. Bitte treten Sie von der Planke zurück. Sie ist nur für Teilnehmer. Okay, wir müssen uns da anmelden. Wie kommen wir jetzt zu den Arbeiten? Warte. Das ist Hermit Toothrot der eine, oder nicht? Wollte ich gerade sagen. Verzeihung. Hey, Kleiner. Was ist? Der sieht aus wie Fresh Dumbledore. Was ist denn hier los? Wie sind die Lichter der Plankensprung-Weltmeisterschaft von Jambalaya Island? Aber leider kann jeder Idiot am Wettkampf teilnehmen. Hey, sei nicht immer so negativ, Mann. Netter Pokal. Nicht schlecht, was? Er wird dem neuen Weltmeister im Plankenspringen überreicht. Tja, dann Aloha, Jungs. Aloha, man sieht sich, Kleiner. Wir müssen irgendwie an den Wettbewerb teilnehmen. Ja. Und das Öl klauen. Ja, oder gegen irgendwas ersetzen. Auffälliges Haus. Ja. Nein. 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 Gut, dass wir uns da einig sind. We don't do that here. Setzt die Segel und kommt ins Planet Threepwood. Die Piratenkneipe für die ganze Familie. Warum heißt das? Da kommen wir nicht lang, scheinbar. Zumindest gibt es hier eine Theke. Der beste und einzige Fisch. Planet Threepwood. Muss ein gutes Restaurant sein. Planet Threepwood hat den goldenen Fischpreis in Jambalaya Town gewonnen. Schön. Die großen Chefköche des Drei-Inselreichs. Rostfrei, Kupfer und Blech. Noch nie von denen gehört. Heute zu empfehlen, Schwertmeisterschmaus. Guybrushs mächtiger Piratenburger. Lobster à la LeChuck und Elaines Seetangsalat. Mächtige Piraten wie ich können nicht von Salat leben. Spezialdrinks heute, Largus Limo und Fat Fizz. Okay. Ach, wir, so unten sind wir. Ja. Für die muss einfach alles interessant sein, wenn sie mir sogar die Sachen aus dem Schrank klauen. Okay. Ich komme nicht heran. Keiner da. Wenn ein Kunde versucht zu gehen, kommt bestimmt jemand. Verzeihung? Hi, ich bin Elaine. Ich bin heute Nachmittag Ihre Kellnerin. Darf ich Ihnen unsere Spezialität des Tages empfehlen?
Was ist das hier eigentlich für ein Laden? Das Planet Freeport ist ein Restaurant, das sich der Sammlung von Ausstellungsstücken des berühmtesten Piraten des Drei-Inselreichs widmet. Guybrush Freeport. Ah, das erklärt, warum ich das Gefühl habe, dass sich hier jemand höllisch über mich ausgekotzt hat. Ich verstehe nicht. Ich bin Guybrush Freeport, ja. Glauben Sie uns eh nicht. Ich würde trotzdem... Ich überlege es mir. Geben Sie mir noch ein paar Minuten. Okay. Rufen Sie mich, wenn Sie etwas bestellen möchten. Sieht aus, als hätten Sie ein paar von Elaines Sachen in die Finger bekommen. Handschuh, Musikbox, Plastikeistüte. Elaine kriegt einen Anfall, wenn sie das herausfindet. Oh Mann. Elaine kippt aus den Piratenschüchen, wenn sie das sieht. Sie sieht fett aus. Oh. In der Statue. In der Statue. Hat er nicht gesagt. Ich habe gerade das GIF von den tanzenden Dunkelhäutigen mit dem Sarg auf den Schultern im Kopf. Die so tanzend den Sarg tragen. Kenn ich nicht. Das kennst du nicht? Nein. Okay. Musst mir nachher mal zeigen. Zeig ich dir nachher. Vielleicht blenden wir das hier ein. Ja, mal gucken. Ich wollte erstmal Carla suchen. Oh ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Bestimmt irgendwo, wo es was zu trinken gibt. Eine leere Star-Buccaneers-Grogu-Tasse. Nehmen. Einfach mal nehmen. Ich kann das von hier nicht erreichen. Eine Fensterscheibe ist im Weg. Oh, das steht drin. Ja, dann gehen wir rein. Oh, schöne Blumen. Ich glaube nicht, dass diese Blumen mir bei der Suche nach der ultimativen Beleidigung helfen. Mir ist egal, was du glaubst, nimm die mit. Schenk sie deiner Frau, du hast sie gerade fett genannt. Nein, er hat die Statue von ihr fett genannt. Er ist sowas von tot. Sind da Hühner drauf? Da? Ja. Okay. Aus dieser Maschine kommen die abgefahrenen Kaffeespezialitäten des Star Buccaneers. Ganz ehrlich, Starbucks hat hier eine Gelegenheit mit dem Namen verpasst. Hm? Voll cooler Name. Wieso? Weiß nicht, finde ich cool. Wieso hat Starbucks deine Gelegenheit verpasst? Ja, sie hätten sich auch so nennen können. Das wäre doch viel cooler gewesen. Ich glaube, Starbucks existiert schon länger als das Spiel. Ja. Ich meine nur... Ach so, okay. Sie hätten sich ja, es hätte ihnen ja damals schon einfallen können, dass sie sich auch so hätten nennen können, mit so Piratenthemen und so. Ja, okay, das wäre tausendmal cooler gewesen. Dieses köstliche Quarkbällchen wird mit dem Original Star Buccaneers Schmierwurst serviert. Eine köstliche Mischung aus künstlichem Streichkäse und Lachs in der praktischen Sprühdose. Großartig. Wir verteilen heute gratis Proben. Bitte bedienen Sie sich. Ich nehme das erstmal mit. Hört sich so eklig an. Ja. Es wird warm langsam. Ja, ich würde auch nicht mehr so lange machen. Nee, ich würde mir jetzt den anderen Laden dann noch angucken und dann... Ja. Also ich nehme an, wir müssen den Hut von dem Typ setzen. Microgravery. Das klingt so... Nach einer Brauerei. Willkommen in der besten Mikrogroggerie der Stadt. Da ist sie doch. Carla! Wow! Wie gefällt es dir hier? Es ist schrecklich. Der Grog ist dünner als mein kleiner Finger. Außerdem lassen die mich nicht fechten. Und außerdem gibt's nur Chips mit Hüttenkäse. Wenn es hier so schrecklich ist, warum gehst du da nicht einfach? Zwei Gründe. Erstens, das ist der einzige Ort, an dem du in diesem gottverdammten Familienparadies von Insel einen Drink bekommst. Betens, ich fürchte, jemand hat meine Beine geklaut. Warum? Weil ich sie nicht mehr fühle. Erstens, betens, okay. Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Wonach sieht's denn aus? Ich betrink. Ich habe den Eindruck, du säufst dich mit schlechtem Fusel um den Verstand. Ey, tolle Idee. Danke für den Tipp. Warum betrinkst du dich? Ich trinke,
um zu vergessen. Was vergessen? Hab ich vergessen. Versuchst du immer noch Monkey Island zu vergessen? Das ist es. Ich trinke, um die schreckliche Zeit auf Monkey Island zu vergessen. Toll! Wirklich toll, dass du mich daran erinnert hast. Jetzt darf ich mit der Sauferei wieder von vorne anfangen. Oh. Mir leid. Ja. Na, dann noch viel Spaß bei deinem Landurlaub. Eike. Man kann deine Seele. Ich frage mich, was das alles soll. Ich fürchte dafür, ich frage lieber erst den Barkeeper, bevor ich das anfasse. Was immer das ist. Dieser Tresen ist ekelhaft sauber. Er klebt nicht mal. Dieser Tresen ist ekelhaft sauber. Er klebt nicht mal. Kann man nicht mit dem Barkeeper reden? Ah, da. Hi. Hey, ho. Was kann ich dir antun? Hey, was ist denn das für ein seltsames Teil mit Sattel? Das, mein Freund, ist meine mörderische mechanische Seekuh. Was zum Teufel ist eine Seekuh? Die Seekuh ist ein Meeressäuger. Sie ernährt sich von Seegras und anderen Pflanzen in seichten Gewässern. Sie ist zwischen 2,65 Meter und 3 Meter lang und wiegt an die 450 Kilo. Das klingt nicht besonders mörderisch. Hört sich echt nach einer schwimmenden Kuh an. Ich versuche einer Seekuh das Gras aus dem Maul zu holen, dann siehst du, wie mörderisch sie sein kann. Naja, eine Kuh kann auch mörderisch sein, wenn die sauer ist. Ja, ich glaube, ich hätte mehr... Das Ding ist, glaube ich, bei einer Seekuh, die sind einfach so mächtig und groß und können deswegen einfach mit ihrer Masse verletzen und einen dann wahrscheinlich auch sehr schnell ertränken. Deswegen mörderisch. Bei einer echten Kuh, well, wenn die auf dich drauf fällt, weil sie... Ne, wenn sie sich auf dich drauf legt, dann ist auch vorbei. Und Kühe mit Hörnern, und wenn die dich hochnehmen, dann hast du ein Problem. Dann also, fliegst du ein paar Meter. Ihr werdet so schnell zur Seite springen, wenn einmal eine Kuh mit Hörnern auf euch zugelaufen kommt. Hm. Dann könnt ihr nur froh sein, wenn ein doppelt so schwerer Bulle daneben steht, hinter dem man sich dann verstecken kann, weil er zahm ist. Wozu brauchen sie eine mechanische Seekuh? Tja, normalerweise zur Unterhaltung meiner Kunden. Aber im Moment haben wir eine kleine Werbeaktion. Wem es gelingt, sich in der höchsten Stufe auf der Seekuh zu halten, dem winkt ein Planet Threepwood Gutschein für ein echtes Affenkrug-Menü. Ich würde gern mein Glück auf dieser komischen Seekuh versuchen. Alles klar. Zeig, was du drauf hast. Ich wette, wir brauchen irgendwas an Kleber oder so. Okay, ich fange mit der Stufe Bettnässe an. Das sollte für einen kräftigen jungen Mann wie dich kein Problem sein. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh, 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 oh. 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 Weißt du, der Trick ist, auf der Seekuh zu bleiben. Bettnässer! Okay, ich habe eine Idee. Wir machen hier jetzt Schluss. Das ist eine sehr tolle Idee. Warte, so schnell. Das ist eine Idee, sofort beenden. Ja. Nee, erzähl. Und hast du jetzt schon gespeichert? Nein. Ja. Sonst kommt noch irgendwas, oder? Nee, ich dachte nur, man verabschiedet sich vorher. Achso, ich dachte, man kann ja auch erst speichern und sich dann verabschieden. Achso, ja, ich hätte gesagt, beim nächsten Mal gucken wir nach irgendwas Klebrigen. Irgendwas, dass wir den Springwettbewerb mitmachen können. Und wir müssen den Hut finden. Und wir müssen bei dem vorbeischauen, dessen Name nicht genannt werden darf. Okay, wenn wir... bei dem, dessen Namen nicht genannt werden darf, vorbeikommen, suchen wir uns einen guten Tag aus, an dem es uns gut geht, an dem es nicht scheiße heiß ist. Ja, das sind ja nur noch ein paar Tage. Ja, so. Weiß nicht. Und wir holen uns irgendwas Geiles, um das Trauma zu überwältigen. Ja,
Gut. Hätten wir ihn doch mal in dem Sarg gelassen. Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich immer noch keinen Stan geben, weil wir Stan hassen. Ich habe den Namen genannt, es tut mir leid. Dann ich habe halt erwartet, dass er jetzt einfach neben uns auftaucht. Oh Gott, gruselig. Boah, ey, das würde ich so programmieren, wenn ich noch Monkey Island machen würde. Eine Mikrofonanbindung, dass das Spiel das Mikrofon verwendet und immer wenn du seinen Namen sagst, taucht er neben dir auf und labert dich voll. Wir brauchen ein Monkey Island Horrorspiel. Ein Spin-off. Das wäre gar nicht so schlecht. Ja. Ich muss 3D-Animationen üben. Du darfst kein Monkey Island Spin-off machen. Also für dich ja, aber man dürfte es nicht verkaufen, weil Urheberrecht und so. Man nennt es nicht Monkey Island. Man nennt es Trotteliger blonder Pirat auf einer Affeninsel. Man sagt einfach nicht, dass es ein Monkey Island Game ist. Man nimmt einfach irgendwelche Geisterpiraten, der sieht so aus wie der Chuck, so ungefähr. Ja, man benutzt dort Monkey Island Referenzen und man deutet an, dass es im Monkey Island-Universum spielen soll, man sagt es aber nur nicht. Ja. Und wenn dann einer fragt, sagt man, das wurde von Monkey Island inspiriert. Das ist nicht abgeguckt. Ja. Naja, dann sehen wir uns nächstes Mal, wenn es etwas kühler ist, hoffentlich. Jo. Bis dann. Bis zur nächsten Aufnahme oder Folge oder wie auch immer das hier jetzt geschnitten wird. Ciao. Tschüss.